It's real annoying that, you know, one of these days you're gonna end up getting shot. Ist ein echt starkes Gefühl zu wissen, dass sie irgendwann mal auf dich schießen. Einige von uns glauben, dass uns dieses Gefühl sogar hilft zu überleben. Das Gefühl, angeschossen und durchlöchert zu werden, das tut gut, verstehen Sie? Ja, das meine ich echt, mir gefällt's. Bin schon oft angeschossen worden und mir gefällt's. Los Angeles, die Heimat zehntausender Gangmädchen. Die meisten von ihnen sind lateinamerikanischer Herkunft und ihre Familien leben schon seit 50 Jahren hier. Anfangs bestanden die Gangs nur aus Jungs, die Mädchen standen abseits und sahen nur zu. Aber es hat sich vieles verändert, seit Maria und Toni ihre Westside-Story auslebten. Heute wollen sich die Mädchen nicht mehr nach den Jungs richten und sie wollen auch nicht immer nur brav sein. Nach bestandener Aufnahmeprüfung wird das neue Mitglied zu einem richtigen Gangmädchen, zu einem sogenannten Homegirl und stürzt sich in La Vida Loca, ins verrückte Leben. Playboys treiben sich auf dem Pico Parento und dem Hollywood Boulevard herum. Die Gang gilt als hart, mit einer starken weiblichen Komponente. Die Mädchen sind besonders stolz auf ihre Tätowierungen und lassen sich den Namen ihrer Gang auf Gesicht und Gesäß einritzen. Bubu lässt sich ein Häschen auf die Wange tätowieren, das Maskottchen der Playboys. Hab mich schon mal besser gefühlt. Thank you. Okay, now when you're ready, you can do mine. I got the rabbit because. Ich habe mir das Häschen machen lassen, weil es Playboys bedeutet. Und das ist meine Gang. Und die drei Punkte stehen für Mi Vida Loca, mein verrücktes Leben. Ich gehöre seit 8 Jahren zu den Playboys, seit ich 12 bin. Habe meine ganze Kindheit hier verbracht. War reine Zeitverschwendung, wenn ich versucht habe, mich zu bessern, gut zu sein. Letztlich bin ich doch in den Knast gewandert. Also sage ich mir, vergiss es und bleib, wie ich bin. Sie nehmen mich hier, wie ich bin und erwarten nichts von mir. Außer, dass ich mich für das Viertel stark mache. Aber das ist sowieso klar. Dafür geben sie mir Liebe und ich gebe ihnen Liebe zurück, indem ich die Playboys respektiere und sie niemandem gegenüber verleugne, ob Jungs oder Mädchen.
Like these girls that I keep up with right now. Die Mädchen, mit denen ich hier rumhänge, finden das Viertel gut. Sie haben jede Menge Herz und zeigen Respekt. We know we're doing bad, but klar, wir brechen die Gesetze. Aber bei uns ist eben jeder für den anderen da. Und wenn das heißt, dass wir die Leute überfallen oder mit Drogen dealen müssen, tun wir es. Anders kann man in L.A. gar nicht überleben. Die Playboys handeln überwiegend mit Crack. Sie kaufen es für $5 ein, um es für 10 weiter zu verkaufen. Das Playboy-Viertel ist für seinen Drogenhandel bekannt. Die Kunden erledigen ihr Geschäft durch das heruntergekurbelte Seitenfenster, eine Art Drive-In-Lokal für Drogen. Ein ehrlicher, fleißiger Mensch zu sein, ist nicht mein Ding. Ich hab's versucht, klappte aber nicht. Ich mag es nicht, wenn man mir Vorschriften macht. Ich bin gern für mich allein und lebe in meiner eigenen Welt. Ich kann's nicht ausstehen, wenn mir einer sagt, ich soll mich beeilen. Ich lasse mir gern Zeit. Ich tue, was ich will, nicht was andere von mir wollen. Ich bin schon seit fast 2 Jahren dein Echo Park Homegirl. Sie nennen mich La Rascal. Und ich wohne hier schon so ziemlich mein ganzes Leben lang. La Rascal gehört seit vergangenem Sommer zur Echo Park Gang. Ihre Vorliebe für Homeboys hat unter den Mädchen zu Spannungen geführt. Trotzdem schätzen sie ihre Loyalität. Manche Mädchen gehen in andere Viertel, um Partys zu feiern. Ich bleib lieber in meinem eigenen, weil es das Viertel ist, wo ich hingehören will. Ich habe meine Homeboys zum Party feiern. Ich will nirgendwo anders hin. Aber manche regen sich darüber auf. Echo Park ist von Stadtautobahnen und Betonklötzen umgeben. Hier treffen sich die Mädchen, wenn sie Wichtiges zu besprechen haben. In L.A. sind die Echo Park-Mädchen berüchtigt. In letzter Zeit kämpfen sie allerdings weniger gegen fremde Gangs als gegeneinander. Sie streiten sich darüber, wer die loyalste und wer die verrückteste ist. Heute geht es um den neuesten Streit zwischen La Rascal und Jessica, der angeblich von den Homeboys provoziert wurde. Die Typen wollen doch nur, dass ihr euch in die Haare kriegt. Ja, und deshalb stacheln sie uns gegenseitig auf. Und die Scheiße daran ist, dass es immer wieder klappt. Die Kerle glauben, dass wir nicht miteinander auskommen, weil jede die andere als Konkurrenz sieht. Das ist es. Ja, während wir uns die Fresse polieren, flirten sie mit irgendeiner rum. Und das macht uns noch wütender. Die Typen sollten sich lieber mal überlegen, was für blöde Kühe sie hier in unser Viertel schleppen. Think about the bitches they bring in the neighborhood. Wir kommen alle aus demselben Viertel, da darf es kein blödes Gerede geben. Die ist vielleicht eine blöde Zicke und die ist eine verfluchte Lesbe. Hey, hey, hey! Ich sag doch nicht, dass du eine bist, war ja nur ein Beispiel. Wir sind alle Homegirls und wir akzeptieren uns so, wie wir sind. Und alle anderen geht das einen Dreck an. Wir kommen alle aus Echo Park und deshalb sollten wir lieber den anderen in den Hintern treten. Denen aus Frogtown oder der 18. Straße, den Crazies und so weiter. Ich kenne viele Mädchen, die aus den unterschiedlichsten Gründen Gangs beigetreten sind. Manche wollen einfach dazugehören. Für andere ist die Gang Familienersatz oder sie tun es einfach aus Spaß. Einige leben gern auf Messers Schneide. Sie brauchen den Nervenkitzel. Wieder andere glauben, dass sie gar keine andere Wahl haben, weil sie schon in eine Gangfamilie hineingeboren wurden. Und dann gibt es diejenigen, die einfach beachtet werden wollen. Wenn man in der Schule ein Niemand ist, keine Anerkennung findet,
Wenn man ignoriert oder aus verschiedenen Gründen gehänselt wird, kann es Wunder wirken, wenn man einer Gang beitritt. Plötzlich traut sich keiner mehr, einem irgendwas zu sagen. And suddenly nobody wants to say anything to you. Hey, watch her. La Clumsy wurde erst vor ein paar Wochen aufgenommen, aber sie verteidigt jetzt schon den Ruf der Playboys. Dafür ist sie in der Schule von einer rivalisierenden Gang verprügelt worden. La Chunky sind auf Rache. Das war, weil sie neu ist. Jetzt müssen wir ihr zeigen, dass wir sie lieben. Wir zeigen, worum es hier im Viertel geht. Wenn ihr was passiert, sind wir für sie da. Darum geht es hier bei uns. Das sind eben Homegirls. Wenn ihr was passiert und wir nicht zu ihr stehen, dann... Naja, dann ist das für mich kein Viertel, verstehen Sie? Zu einem Homegirl muss man stehen, egal was kommt. Ich muss ihr sagen können, ich garantiere dir, dass dir nichts passiert. Die Playboys fahren zur Schule von La Clumsy, um sich der feindlichen Gang zu stellen. Ein paar von ihnen haben getrunken. Die Stimmung ist angespannt. Sie sind in das Revier einer anderen Gang eingedrungen und tragen ihre Playboy-T-Shirts offen zur Schau. Sie suchen die Konfrontation. In den High Schools von L.A. sind Kämpfe zwischen den Gangs an der Tagesordnung. Die Eingänge sind mit Metalldetektoren ausgestattet und schwer bewacht. Die Gangmitglieder beschließen, sich fern der Polizei im nahegelegenen Park zu treffen. La Clumsy will allein gegen eines der gegnerischen Mädchen antreten. Eine weitere Gang taucht auf, die von den Eindringlingen in ihrem Revier gehört hat. Da der Feind zahlenmäßig stark überlegen ist, hat man einen Homeboy nach Verstärkung geschickt. Die Lage ist brenzlig. Wir müssen raus aus dem Viertel, und zwar sofort. Clumsy weiß nicht, was sie sich mit ihrer großen Klappe eingebrockt hat. Sie wird nicht respektiert. Sie kann einfach ihren verdammten Mund nicht halten. Aber sie steht zu der Scheiße, die sie baut. Ja, ja, Mumm hat sie, aber der hilft ihr jetzt auch nicht weiter. Und was hat sie davon? Jedes Mal, wenn sie allein unterwegs ist und noch ein paar Kerle trifft, werden die sich sagen, ach, da ist ja Clumsy, schlagen wir sie doch zusammen, sie ist ja allein. Und keiner wird ihr helfen. Du bist älter, du solltest mal mit ihr reden. Wollte ich ja, aber dann ist gestern diese Scheißsache passiert. Du solltest doch mal mit ihr reden. Du solltest mal wieder nach Hause gehen. Rufst du deine Mom ab und zu mal an, hä? You call your mom? I went home. Ich war zu Hause. Aber da gefällt's mir nicht. Willst du mal so enden wie ich? Verheiratet mit einem Mann im Rollstuhl, der ständig besoffen ist, rumballert und nie daheim ist. Ist doch scheiße. Außerdem pennt er den ganzen Tag. Er kommt früh um 5:30 heim und steht abends um 6 Uhr auf. Ist doch kein Leben. That's not the type of life girls want to live. Believe me. La Rascal ist wieder einmal Mittelpunkt eines neuen Streits. Sally behauptet, dass sie mit Ricks Freund ausgeht, dem Vater von Sallys Kind. La Rascal bestreitet das. Die beiden wollen sich im Park treffen, um den Streit auszutragen. Ist es nicht seltsam, dass ihr alle Homegirls seid und euch trotzdem bekämpft? Ja, ist bescheuert, aber man muss eben tun, was man tun muss. Wenn sie nicht kämpft, sagt man, dass sie kneift und Angst hat oder dass es wahr ist, was man sagt. Und damit das Ganze ein Ende hat, muss sie halt kämpfen. Wenn das der einzige Weg ist. Ich war nicht dabei, aber ich erwarte von dir, dass du mir die Wahrheit sagst. Selbst wenn er dich angemacht hat oder dass ihr zusammen wart, sag's mir einfach.
Schließlich bist du ein Homegirl und ich mag dich. Deshalb würde ich dir sowas nie antun. Darum gehe ich mit Ruben. Ich könnte dir auch gleich eine verpassen, aber wozu? Damit du dich umdrehst und es gleich nochmal tust? Oder ihn anmachst, wenn du dir die Birne mit Fusel vollgepumpt hast? Glaubst du, dir würde es gefallen, wenn ich was mit deinem Macker hätte? Mit dem du auch noch ein Kind hast? Wenn ich mich an den Rand schmeißen würde, ha? Das Gleiche habe ich schon mal mit einem anderen Homegirl mitgemacht. Sie hat auch immer nur Scheiße geredet. Aber ich habe mich nicht drum gekümmert, weil es mir egal war. Damals war es mir scheißegal. War mir völlig egal, obwohl ich schwanger war. Eigentlich hätte es mich wahnsinnig fuchsen sollen, aber es war mir egal. Das macht doch keiner mehr, sich wegen dem Macker rumstreiten und so. Ich meine, sie macht sich stark fürs Viertel. Sie ist eine treue Seele. Es geht nicht um den Macker, Lilly. Lass mich ausreden. Ich sag, dass sie eine treue Seele ist, aber deswegen braucht sie dir noch lange nicht sagen, ob sie mit einem Alten zusammen war oder nicht. Ist doch beknackt. Ich bin immer fürs Viertel, aber du wirst mir nicht glauben. Außerdem gehe ich mit Ruben, wäre doch total bescheuert, mit seinem Bruder was anzufangen. Wenn ihr jetzt auseinander geht, redest du nicht mehr mit ihr und sie nicht mehr mit dir, oder? Ich will überhaupt nicht mehr drüber reden. Aber wir sollten Bescheid wissen. Kann ja sein, dass ihr euch irgendwann prügelt. Gar nichts müsst ihr wissen. Vergiss es. Ich rede einfach nicht mehr mit ihr. Aus Ende. Genauso schnell, wie sich die Lage verschärft hat, entspannt sie sich auch wieder. Und bald ist alles beim Alten. Sie sind wieder die Echo Park Homegirls. Mein Check ist da. Mit 28 ist Sad Eyes eines der älteren Gangmitglieder. Die meiste Zeit verbringt sie zu Hause. Ihr Leben dreht sich um die monatlichen Schecks vom Sozialamt. Ach, die Scheiße, die haben die Zahlungen schon wieder gekürzt. Sad Eyes hat ihren Mann im Gefängnis kennengelernt und geheiratet. Die Ehe ging in die Brüche. Wie viele Gangmädchen ist Sad Eyes alleinerziehende Mutter. Ich brauche keinen Mann. Die taugen sowieso nichts. Liegen die ganze Zeit nur rum und motzen dich an. So dies, so das, zieh dich nicht so an, schmink dich nicht so und so weiter und so weiter. Da kann ich genauso gut bei meiner Mutter wohnen. Ihr sagt auch immer, zieh dich nicht so an, was ist denn das für eine Frisur, komm nicht so spät heim. Wozu brauche ich einen Mann, wenn ich meine Mutter habe? Wenn ich ein bisschen Liebe brauche, hole ich mir was für eine Nacht. Und das reicht dann auch. Der haut danach ab und ich kann wieder zu meiner Tochter zurück und mein Leben weiterleben. Warum weißt du mich? Weil ich von deinem Nichtsnutz von Vater rede? Heute findet eine Hochzeit statt. Lilly vom Echo Park heiratet Louis von der 18. Straße. Die Gangs sind verfeindet. Also sind Lilly und Louis verliebte Feinde. Die beiden haben ihre Hochzeit seit Monaten geplant. Ihre Kleidung haben sie anfertigen lassen. Und für die Feier haben sie ihre kärglichen Ersparnisse zusammengelegt. Lilly und Louis wohnen im Revier einer anderen Gang. Die beiden haben ihre Wohnung für die Feier herausgeputzt. Für eine Weile vergessen die Gangs ihren Streit und genießen die Feier. Es dauert aber nicht lange, bevor die erste Schlägerei beginnt. Die erste von vielen in dieser Nacht. Ja,
Aber das überrascht niemand. Man hat sogar damit gerechnet. Auf Ganghochzeiten sind Schlägereien ganz normal. Aber Lilly und Louis lassen sich nicht mit hineinziehen. Sie sind frisch verheiratet und wollen ihre Zukunft planen. Sie denken nicht daran, sich ihre Hochzeitsnacht von ihren Gangs verderben zu lassen. Sad Eyes hat ihren Mann kaum gesehen, seit er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Jetzt drängt er auf das Recht, seine Tochter besuchen zu dürfen. Zuerst hatte sie gehofft, das könnte sie wieder zusammenbringen, aber jetzt traut sie ihm nicht mehr. She's fine, she's right here. Hey. Es geht ihr gut. Sie spielt neben mir. Nein, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich da nicht mehr hin will. Es gibt so viele Probleme. Mach, was du willst, ist mir egal. Für wen hältst du dich eigentlich, mich zu bedrohen? Ich lasse niemanden an meine Tochter ran, klar? Dich nicht, die Behörden nicht und deine Familie auch nicht. Auf wen soll ich eifersüchtig sein, du Drecksack? Ist mir doch scheißegal, mit wem du dich rumtreibst. Ich bin nicht eifersüchtig. Nein, ist mir egal, ob du mit dieser Schlampe zusammen bist. Von mir aus könnt ihr beide zur Hölle fahren, klar? Wenn du so scharf auf ein verdammtes Baby bist, dann mach doch deiner neuen eins. Aber meine Tochter kriegst du nicht. Hör mal, was du mit meiner Tochter machst. Verfluchten Waitins haben's getan, die FMAs und ein paar andere Schlampen. Ich mache mich auf die Suche nach La Clamsey, um zu erfahren, was passiert ist. Die waren stinksauer, weil wir in der Schule aufgetaucht sind. Sie hatten Playboy-T-Shirts an und haben jemanden von den FMAs angemacht. Sie haben gesagt, das war der Grund, warum sie plötzlich angefangen haben, auf uns einzuprügeln. Außerdem können die von der 18. Straße die Playboys sowieso nicht aufstehen. Und sie waren sauer, weil ich ihr Viertel schlecht gemacht habe. Ich habe gesagt, ist mir egal. Da haben sie mich gepackt. Sie haben mich in den Arm gestochen und ins Bein. Sie haben auch versucht, mich in den Rücken zu stechen. Da habe ich auch eine Wunde. Dann haben sie mir ins Gesicht getreten. Daher kommt die Beule. Und auf einmal war ich weg und kann mich an nichts mehr erinnern. Obwohl sie erst kürzlich von den Playboys aufgenommen wurde, ist La Clamsey mit Gangs vertraut. Ihr Vater ist Gangmitglied. Er sitzt wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe ab. Bist du bei den Playboys, weil dein Vater auch Mitglied war? Ja, das ist einer meiner Hauptgründe, weil ich wie mein Dad sein wollte. Ich bewundere meinen Dad irgendwie und naja, deshalb möchte ich sein wie er. Meine Familie meint, dass ich, weil ich jung und gut drauf bin, gute Aussichten hätte. Aber ich hänge lieber mit den Homegirls rum. Mit Chunky, Bubu, mit Snowy, Silent, mit Cole. Macht einfach Spaß mit denen. Nach der Schlägerei gestern, hattest du da nicht Angst, dass es auch schlimmer ausgehen könnte? Eigentlich nicht, weil ich mit Leib und Seele Playboy bin, wissen Sie? Was wäre, wenn wirklich was Schlimmes passieren würde? Mit Schusswaffen zum Beispiel. Dann passiert's halt. Wir müssen alle mal abtreten. Ist Schicksal. Wie alt bist du? Ich bin 14. Mousy ist mit Flaco verheiratet, einem Anführer der Playboys. Sie ist eine Mutterfigur für die Gang, obwohl sie nie offiziell aufgenommen wurde. Oft essen oder übernachten Gangmitglieder in ihrer Wohnung.
Sie nimmt regen Anteil an deren Leben, vor allem an dem der Jüngeren wie Little Guy und La Clancy. Ach, sie ist ein bisschen durcheinander. Will nur auf Feten und auf Highlife machen. Aber als wir in ihrem Alter waren, haben wir uns auch nur mit der Clique rumgetrieben. Und es war uns egal, was unsere Eltern gesagt haben. Wir waren verrückt. Oh, my dad. We're crazy. Aber sie haben ja gesehen, was passiert ist. Sie haben sie niedergestochen. Das nächste Mal landet sie wahrscheinlich im Knast oder auf dem Friedhof. Das wünsche ich ihr natürlich nicht, aber die wollen es doch nicht anders. Stimmt gar nicht. Ja, das ist ein Beispiel. Der ist ein gutes Beispiel. Beide Eltern im Knast. Er hat keine Tortillas mehr zu essen gekriegt seit, ich weiß nicht wann. Ja, das ist und es macht mich stolz, wenn er sagt, verdammt, Mausi, weißt du was? Du kochst echt toll. Da fühle ich mich, wie soll ich sagen, wie eine Mom. Like a mom. He got shot in between his legs. Ihn hat eine Kugel am Oberschenkel erwischt. Sie hat den Nerv getroffen und jetzt stürzt sein Bein langsam ab. Er bewegt sich nicht genug, wahrscheinlich wegen der Drogen, die er nimmt. Er ist erst 15 und nimmt schon Drogen. Toll, was? Ist nicht schön, aber was soll's. Er sagt, das Einzige, was er im Leben braucht, ist nicht sein Viertel und nicht seine Freunde. Nur ein bisschen Liebe. Ich habe ihm gesagt, ich kann dir Liebe geben. Ich habe eine Menge Liebe, wissen Sie? Gangs bringen dir nichts. Außer das hier. Sehen Sie ihn an. Du wirst zusammengeschossen, verlierst ein Bein, einen Arm oder sonst was. Laresco soll mit dem Echo Park Homegirl Nika bekannt gemacht werden. Nika starb vergangenen Sommer an einer Überdosis, aber sie gilt noch immer als Gangmitglied. Es gibt Bier, Zigaretten und den neuesten Tratsch aus dem Viertel. Nika ist sehr angesehen. Für Laresco ist es eine Ehre, hierher kommen zu dürfen. Das hier ist unser Homegirl, Sadie. Wir nennen sie Laresco. Sadie, es ist Nika. Sie liegt da unten, verstehst du? Das ist auch so eine. Die wird bestimmt noch eine Lesbe. Weißt du, was Silvia mir erzählt hat? Dass sie dreimal versucht hat, sie anzumachen. Ich sag, das geht's nicht. Sie sagt, doch. Außerdem kümmert sie sich einen Scheiß um ihre Tochter. Ich weiß, aber wenn sie mich anmacht, kriegt sie eins drauf. Das ist doch krank. Ich habe von dir geträumt, Nika. Ich habe dich gesehen im Legion Park. Wir haben gegrillt und ich habe die Berge angeguckt. Da habe ich dein Gesicht gesehen, ganz groß. Es hat gelächelt, fast gelacht. Ich bin ausgeflippt. Da sagt Furman, was ist, siehst du Nika? Und ich sag, ja. Da sagt er, ich weiß, sie passt auf uns auf. Der war ein Wahnsinn. Den Traum hatte ich vor ein paar Wochen. Das heißt, wenn man von Tod träumt, wollen sie, dass du für sie betest. Ja? Die kommunale Behörde für Jugendgangs ist in einem ehemaligen Gefängnis untergebracht. Denen, die dort arbeiten, ist das Gebäude nicht fremd. Die meisten sind selbst ehemalige Gangmitglieder. Marion saß 4 Jahre im Gefängnis, weil sie auf ein gegnerisches Gangmitglied geschossen hatte. Danach beschloss sie, La Vida Loca zu entfliehen und auch anderen dabei zu helfen. Die Organisation schickt ihre Leute auf die Straße, um Spannungen zwischen den Parteien zu entschärfen. Außerdem versucht sie, Jugendliche davon abzubringen, Gangs beizutreten. Heute bespricht Marianne das Projekt mit dem Team ihrer Schule. Ich glaube fest daran, wenn wir die Mädchen in ihrer Selbstachtung bestärken, werden sie die Jungs in ihrer Gang nicht mehr so ohne weiteres akzeptieren. Und dann werden die Jungs sich ändern müssen.
Wenn die Mädchen einfach da sitzen und zusehen, wie ihre Männer ins Gefängnis gehen, rauskommen und wieder reingehen, dann stimmt was nicht mit diesen Frauen. Also ist ihre Selbstachtung gleich null, wenn sie sowas mitmachen. Ich finde ihre Einstellung zu Sex und Kinderkriegen sehr wichtig. Ich werde immer gefragt, sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Wenn ich sage, nein, fragen Sie, wieso nicht? Und ich sage, weil ich nicht will, ich habe einen Job und so weiter. Niemand hat diesen Mädchen je gesagt, kriegt keine Kinder, heiratet nicht, sucht euch einen Job und behaltet euer Geld für euch. Ich habe da ein paar Zettel von Jungs, die lese ich euch jetzt vor. Sei glücklich, such dir eine nette Freundin und mach keine Kinder. Oder hier, schau dir eine Frau genau an, bevor du sie heiratest. Ich habe jede Menge davon, also sollten wir auch darüber reden. Magda unterrichtet ihre Schüler in Sachen Gruppendynamik. In Amerika nennt man das Peer Pressure. Heute wollen wir über Freunde sprechen. Es gibt da noch ein anderes Wort für Freund. Peer. Ein Peer ist ein Freund. Und ein Freund ist jemand, der einem in gewisser Weise ähnlich ist. Das birgt aber auch eine Gefahr. Und das ist der Druck, den Freunde auf einen ausüben können. Man nennt das Gruppendynamik oder Peer Pressure. Sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen. Also, welche Art von Druck haben Sie ausgeübt? Diese Kinder können es sich nicht leisten, unvorbereitet zu sein. Was als Spiel beginnt, kann möglicherweise sehr schnell ernst werden. Ein Homeboy ist erschossen worden. Gestern Nacht fuhren rivalisierende Gangmitglieder in einem Taxi den Pico Boulevard entlang und schossen auf den ersten Playboy, den sie sahen. Sie trafen ihn 6-mal. Es war ein Vergeltungsschlag, der möglicherweise im Zusammenhang mit dem Überfall auf La Clancy steht. Mädchen haben es schwerer als Jungs, respektiert zu werden. Man muss beweisen, dass man ein treues Homegirl ist. Ich bin immer da für die Gang. Ich gehöre nicht zu den Mädchen, die sich schminken und rumkichern. Ich bin ein echtes Homegirl. Ich mache keinem was vor und bleib meiner Gang treu. Scott Camp ist eine Besserungsanstalt für Mädchen. Die meisten sind wegen Gangdelikten hier. Das Stereotyp ist die junge Frau, die den jungen Männern folgt, die sich in alles hineinziehen lässt. Aber ich glaube auch, dass manche Frauen von sich aus gewalttätig sind. Nur sind sie bisher den Behörden nicht so aufgefallen wie die Männer. Einige der jungen Frauen hier sind wahrscheinlich genauso gewalttätig wie Männer. Die Grundpfeiler des Camps sind Ordnung und Disziplin. Dinge, von denen diese Mädchen wenig Ahnung haben. Wenn du jemanden vergewaltigst und im Knast landest, kannst du nicht sagen, oh, ich bin im Knast, wie furchtbar. Nein, man muss auch die Folgen tragen können. Ich wandere im Knast aus und ein, seit ich 11 bin. Aber was soll's. Manchmal weine ich, weil ich mein Baby vermisse. Wenn ich mein Baby nicht hätte, wäre es mir egal, verstehen Sie? Der einzige Grund, warum ich verzweifelt bin, ist mein Baby. Ansonsten ist es mir egal, ob ich in den Knast komme. Ist doch spitze. Essen umsonst, Bett umsonst, Koks umsonst. Außerdem brauchst du hier keine Angst haben, dass du erschossen wirst. Für viele ist das Camp eine Zuflucht vor den Ängsten und Spannungen ihres Alltags. Ein Ort, wo sie nicht um ihr Leben fürchten müssen, wo sie wieder Kinder sein können. Viele sind in Gangs groß geworden und haben wenig Hoffnung, da jemals herauszukommen.
und oft auch keine Lust dazu. Das Wichtigste in meinem Leben ist mein Viertel, mein Barrio und meine Homeboys. Da weiß ich, dass sie mich mögen. Deine Familie kümmert sich ein Dreck um dich. Das ist kein Leben, wenn du deiner Familie egal bist. Deine Mom arbeitet, dein Bruder geht zur Schule und du sitzt daheim rum. Man fühlt sich einsam, aber deine Homeboys, die kümmern sich um dich. Das ist jedenfalls meine Meinung. Selbstachtung halte ich für sehr wichtig. Und viele dieser jungen Menschen machen diese Erfahrung nur in der Gruppe. Was die Zugehörigkeit zu Gangs betrifft, meine ich, dass wir ihnen andere Lebensformen aufzeigen müssen. Ihnen klar machen, dass es eine andere Welt außerhalb ihrer eigenen gibt. Meine Gang nennt mich Lucky. Und hier steht Lil Playboy, so heißt mein Freund. Lucky ist in Anstalten ein- und ausgegangen, seit sie denken kann. Aber bald wird sie 18 und den Unterschied zwischen Anstalt und Gefängnis kennenlernen. Das ist ein Messerstich, das war 91. Hier habe ich Traue niemanden. Und hier La Vida Loca, mein verrücktes Leben. Irgendwann will ich eine Familie, aber nur mit einem Kerl, der mich respektiert. Die meisten respektieren Mädchen nicht besonders, also wird es schwer werden. Ich liebe mein Viertel, trotzdem will ich raus. Es ist deprimierend, dreckig. Das hier ist der schönste Ort, wo ich je gewesen bin. Und jeden Tag das Gleiche. Es wird gestohlen, gedealt und vergewaltigt. Und manche Leute meinen, oh, ist das spannend und schick. Ist es aber nicht. Vielleicht für eine Woche, aber dann hat man die Schnauze voll. Und ich kenne schon seit 17 Jahren. Ich will irgendwo hin, wo man sicher ist. Im Echo Park geht das verrückte Leben weiter. Die Gangmädchen haben sich mal wieder in der Wolle. Sad Eyes behauptet, Smokey verbreite Gerüchte über sie. Smokey und Sally erklären, dass sie Peavy aus der Gang hinausgeworfen haben. Peavy bestreitet das. Nun wollen Sad Eyes und Gloria den Streit in Peavys Wohnung austragen. Die laufen da rum und reden nur Müll. Die haben kein Recht zu sagen, wer zu Echo Park gehört und wer nicht. Also gehen wir heute hin und ich nehme sie mir vor. Aber das sind doch dieselben Mädchen, mit denen ihr euch schon mal ausgesprochen habt. Ja, aber das sind Heuchlerinnen. Sie haben zwei Gesichter. Sie sagen immer, wir sind doch alle Homegirls. Wir müssen zusammenhalten. Ich hatte noch nie Probleme mit jemandem und meine Homegirls sind nicht so wie die. Wir halten immer zusammen. Ich passe auf sie auf und sie auf mich. Die Mädchen von heute tun das nicht. Sie machen, was sie wollen. Sie feiern in kleinen Grüppchen, gehen in andere Viertel zum Feiern und das ist nicht okay. Und dann erzählen sie überall rum, die Original-Homegirls vom Echo Park gehören nicht mehr dazu. Das ist nicht in Ordnung und deshalb knöpfen wir sie uns vor. Wir tun, was wir tun müssen. Die sind doch nur eifersüchtig, weil ich eine Menge fürs Viertel getan habe. Das sind doch nur Gören und ich bin schon 21. Und jetzt sagen sie, ich würde mich mit anderen Leuten rumtreiben und sie auch noch in unser Viertel schleppen. Sie wollten mich dafür rausschmeißen. Dann habe ich mit den Mädchen gerauft. Monika, Sally, Marlene und so weiter. Aber ich habe ihnen den Hintern versohlt, das kann ich ihnen sagen. Sie haben mich nicht rausgeschmissen, aber ich habe sie fertig gemacht. Entschuldigung, aber so war es. Sally. Sie haben es satt, darauf zu warten, dass ihnen ihre Rivalinnen über den Weg laufen und gehen zu ihnen. Sally und Smokey wissen nicht, was ihnen bevorsteht. Aber als sie hören, dass Peavy behauptet, sie sei noch immer in der Gang, sind sie auf 180. So ein Schwachsinn. Peavy gehört nicht mehr zur Gang. Wir haben sie rausgeschmissen, weil sie unser Viertel schlecht gemacht hat. Und jetzt bringen wir die Sache in Ordnung, verdammt nochmal. Sie ist raus. Das habe ich ihr gestern gesagt. Du hast es doch gehört, oder? Wenn sie will, dass wir sie nochmal rausschmeißen, dann kann sie es haben. You
Ist mir egal, was die blöden Kühe sagen. Sally hat sich verdammt nochmal selber eingeladen. Ich hab nicht mal mit ihr gesprochen. Sally hat sich selber eingeladen, klar. Und ich hab sie verdammt nochmal nicht angerufen. Sie hat gesagt, du hast deinen Onkel angerufen und gesagt, dass Michelle auch mitgehen soll. Quatsch doch nicht rum. Sie wollen nur, dass wir uns prügeln. Sally, ich hab ein Kind, du hast ein Kind. Dieser Streit ist doch Bullshit. You know what? I'm tired of it. Gloria's tired of the bullshit. You know what? Everybody's talking shit. They just want us to fight. That's why I told you. If you're gonna tell me, you tell me now. It's your fate, exactly. But you keep my own money. Don't fucking work. We don't want fucking work. Nobody fucking fine. No one ain't nobody to fucking invite nobody in America. That's fucking shit. Okay, that's about your fucking mom and shit. That's it. That's the fucking ass. That's the fucking fat bitch. You motherfucking shit, you fucking. Step on my blouse, step on my blouse before I fuck you up, Chucky. You started a lot of shit on my fucking blouse. Step on my 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 blouse. Wochen verheiratet. Ihre Flitterwochen waren nicht gerade romantisch. Beide sind arbeitslos und müssen bald ihre Wohnung räumen. Trotzdem gerät Lilly nicht in Panik. Sie hat Zukunftspläne, gemeinsame Pläne, die nichts mit Gangs zu tun haben. Ich habe eine Verpflichtung gegenüber meinem Mann und meiner Gang. Aber eine Gang kann mir kein Essen auf den Tisch stellen oder ein Dach über den Kopf geben. Gang, they can't put food on my table. They can't give me a house. Das Einzige, was die Gang mir geben kann, ist Spaß. Und wenn ich Hilfe brauche, echte praktische Hilfe, vielleicht sind sie dann für mich da. Aber ob ich in Zukunft für meine Homeboys und Homegirls da bin, weiß ich nicht. Ich muss irgendwie vorankommen. Me being there for my other homeboys and homegirls, whatever, I gotta move on. Los Angeles, Stadt der Engel, ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Auch nicht die Gangs. Als ich die Mädchen kennenlernte, hielt ich sie für die Anti-Heldinnen meiner feministischen Träume. Aber die Wirklichkeit ist anders. Ich putze sie schon runter, in ihrem eigenen Interesse, damit sie nicht dieselben Fehler machen wie wir. Aber sie glauben, sie wissen schon alles. Die meisten aus meiner Generation, naja, diejenigen, die nicht schon tot sind, vergewaltigt und umgebracht oder in einer Überdosis gestorben sind, die ältere Generation eben. Man nennt sie die Veteranos. Da sitzen die meisten für mindestens 10 Jahre. 10 Jahre bis lebenslänglich. Einige von ihnen sehen wir vielleicht nie wieder. Gangs haben eine starke Anziehungskraft. Und an ihrer Kultur ist mehr dran als nur ausgebeulte Hosen. La Vida Loca lässt die Mädchen nie wieder los. I have a 9mm right there. Hier steckt eine 9mm, sehen Sie? Okay, and I have a hier hinten ist eine 38er. Und ich habe eine Menge Schrotkugeln abgekriegt. In meiner Hand, im Gesicht. Gangmädchen können gewalttätig sein. Aber bei Gangs geht es nicht nur um Waffen. Es geht auch um Identität, Gemeinschaft und um das Bedürfnis, dazu zu gehören. Du weißt, dass du dein Leben für dein Viertel opferst. Aber ich opfere es gern, weil ich mein Viertel liebe. Als ich die Mädchen zum ersten Mal traf, war ich unheimlich nervös. Das waren Menschen, die ich auf der Straße nie ansehen würde, geschweige denn ansprechen.
Aber hinter ihrem Make-up und ihrer Wut entdeckte ich ganz normale Frauen. Ich dachte, unsere Liebe wäre echt. Ich habe so viel für ihn getan, als er im Gefängnis war. Aber er hat mich nur ausgenutzt. Als ich dann schwanger wurde, hat er mich verlassen. Wegen einer anderen. Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht schön. Aber in mir steckt eine Menge Liebe. Und ich dachte, er wollte eine Frau, die ihn liebt und sich um ihn kümmert. Hier leben drei Generationen von Gangmädchen zusammen. Großmütter mit Anfang 30, Urgroßmütter unter 50. Es gibt Mädchen, die haben noch nie das Meer gesehen oder ihr Viertel verlassen. Sie kennen nichts anderes als das Leben in der Gang. Ehrlich gesagt sehe ich keine Zukunft für mich. Ich lebe von Tag zu Tag. Wie es kommt, wird's gefressen. Ich mache keine Pläne mehr. In 5 Jahren bin ich wahrscheinlich im Knast oder tot. Wer weiß. Gangs gehören zu L.A. Manche Menschen könnten ohne sie gar nicht existieren. Für sie sind die Gangs Leben. Wieso Trübsalblasen? Habe ich was Böses getan, komme ich in die Hölle. Oder ich komme in den Himmel. Und darum bete ich jede Nacht. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Seit meine Mutter gestorben ist, ist mir alles egal. Wenn dir klar wird, dass Gott dir deine Mama aus irgendeinem Grund weggenommen hat, ist dir alles egal. Du sagst dir, naja, wenn er mir meine Mom weggenommen hat, kann er nicht viel für mich übrig haben. Wieso soll ich mich dann um andere kümmern, wenn sich keiner um mich kümmert? Back to the hood, baby. Back when my roots were from the roots of an animal to rooftops.